Alltag im Kalten Krieg. Von West-Berlin aus prangert der Journalist Karl Wilhelm Fricke, 1949 aus dem Osten geflohen, die politischen Missstände in der DDR an. Er wird 1955 betäubt und nach Ost-Berlin entführt. Wach wird er im Untersuchungsgefängnis Hohenschönhausen. In einer Zelle unter der Erde, immer beleuchtet. Schlafentzug und Psychoterror als Foltermethode der Staatssicherheit. U-Boot nennen die Häftlinge das berüchtigte Kellergefängnis. Die Zellentüren öffnen sich nur für den Gang zum Verhör. Die Vernehmung ist der einzige Kontakt zur Außenwelt. Der Häftling muss auf einem Hocker in der Ecke Haltung annehmen. Hände auf den Oberschenkeln. Und wenn man während der Vernehmung unwillkürlich die Haltung veränderte, dann blaffte der Vernehmungsoffizier einen an. Setzen Sie anständig hin. Schlafen Sie nicht ein.